Naturnahes Wohnen hat mitunter seine Tücken. Das musste eine Familie in Städten erleben. Der Nachbar hatte ein Rumpeln gehört, obwohl doch niemand zu Hause war, bis auf ein Wildschwein. Da drin, solange keine Personen drin sind, ist das geht immer, war das Viecher da drin ziemlich sicher. Mir ging es nur darum, wenn ich es rauslasse, nicht, dass er beim nächsten Haus gleich irgendwo reinmacht oder auf der Straße nicht genug Kinder bei uns, dass da nichts noch weiter passiert. Aha. Und darum haben wir das ja dann die große Runde gemacht mit Polizei und Feuerwehr und haben das ja alles abgesperrt und versucht, die Sau möglichst direkt dann aufzulotsen. Das Jungtier war auf rätselhafte Weise ins Haus gelangt und hat eine echte Sauerei angerichtet. So lange, bis Polizei und Feuerwehr die wilde Wutz mit vereinten Kräften zur Flucht überreden konnten. Für diese Art tierischer Begegnungen hat auch Survival-Trainer Walter Lauter kein Patentrezept. Denn eine Wildsau in Panik ist schlicht unberechenbar, meint er. Doch wie ist das im Wald? Was, wenn ich hier plötzlich so einem Schwarzkittel gegenüberstehe? Wenn wirklich Wildschweine auf einen zukommen, idealerweise wirklich in aller Ruhe rückwärts gehen, die Tiere immer schön im Blickfeld haben, vielleicht auch noch die sich ein bisschen größer machen, die Hände zum Beispiel höher halten. Ne? Das kann auch einen gewissen Abschreckungseffekt für die Wildschweine haben. Besonders heikel wird's, wenn man im Frühjahr in die Nähe von Frischlingen gerät, denn dann ist Mama Sau nicht weit. Bachen verteidigen ihre Frischlinge wirklich mit dem Leben, ne? Also höchst gefährlich. Wenn man in so eine Situation kommt, wirklich also Rückzug antreten. Idealerweise natürlich, wenn man einen ersteigbaren Baum oder eine Jagdleiter irgendwo in der Nähe hat, raufsteigen, dann ist man auf jeden Fall auf der sicheren Seite. Also weglaufen ist das falsche Rezept. Weglaufen oder sich hinter einem Baum zu verstecken ist definitiv falsch, weil die Tiere sind immer schneller und stärker als der Mensch, ganz klar, ne? Es genügt auch nicht, irgendwie einen Stock zu nehmen und vielleicht versuchen, sich mit dem Stock irgendwie zu wehren. Die Tiere rennen einen regelrecht um. Am besten also, man trifft die Wildschweine erst gar nicht. Zum Beispiel, indem man nur tagsüber in den Wald geht und außerdem auf den Wegen bleibt. Wenn auf diesen Wanderwegen häufig Menschen unterwegs sind, hinterlassen die auch einen gewissen Menschengeruch. Und den meiden die Tiere natürlich auch, weil sie ja typischerweise nicht an Menschen interessiert sind. Wenn nun aber der Mensch ganz wild auf die Sau ist, dann beobachtet er sie lieber mit sicherem Abstand im Wildpark.